Ja, diese heutige Buchbesprechung hatten wir vor Corona geplant. Da war das Buch dann fertig. Allerdings hat uns die Pandemie dann Strich durch die Rechnung gezogen. Nun also heute Ausschluss, das Politbüro vor dem Parteiengericht, gedruckt vom Dietz Verlag Berlin. Ich freue mich, dass Martin Beck heute mit da ist. Herausgegeben von Detlef Nakert und Gerd Rüdiger Stephan. Wir hätten gerne beide heute hier gehabt. Wie der eine oder andere inzwischen weiß, ist Detlef Nakert am Wochenende verstorben. Diese traurige Nachricht hat uns erreicht, kurz vor seinem 72. Geburtstag. Er war lange Jahre Dozent für Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität. Er war nach der Wende zunächst mal gewählt als stellvertretender Institutsdirektor, gewählt, demokratisch gewählt und dann gekündigt. Leute wie er wurden nicht mehr gebraucht, jedenfalls nicht an der Humboldt-Uni. Detlef hat weitergemacht, er hat Projekte gemacht, geschichtliche Projekte, unter anderem bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Helen Panke, also der Berliner Landesstiftung. Er war hier unter anderem verantwortlich für politische Bildung und ich denke, viele von Ihnen hier im Raum kennen möglicherweise die Hefte zur DDR-Geschichte, die er mit herausgegeben hat. Eine ganz wichtige Arbeit, die er geleistet hat. Er hat dann an der Stiftung in Brandenburg beim Aufbau und bei der Profilierung dieser Stiftung gearbeitet, war lange Jahre auch deren Geschäftsführer. Ja, und wir beide, Detlef und ich, haben gemeinsam hier im Vorstand der Bundesstiftung gearbeitet. Detlef hat auf vielen Feldern Spuren hinterlassen. Er war ein kluger, ein belesener, ein sehr angenehmer Mitstreiter. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit mit ihm. Wir haben gerne gestritten miteinander und waren gerne auch zusammen und haben uns über die Entwicklung der Stiftung, über die Entwicklung der Linken ausgetauscht. Ja, ich bin sehr traurig, dass er nicht mehr unter uns ist. Und ich bin dankbar, weil Detlef hat eine ganze Reihe von wichtigen Publikationen hinterlassen. Zur Zeitgeschichte, zur DDR-Geschichte, zur SED-Geschichte, der Nachwendezeit und so weiter. Übrigens hat diese Arbeit auch Würdigung gefunden durch seine Aufnahme in die Leibniz-Sozietät. Also dort hat er Würdigung erfahren. Und es ist eben auch das Werk, über das wir heute sprechen. Dass es auch ein Abend der Erinnerung an Detlef Nakert ist, wussten wir bei der Planung so nicht. Aber wir sollten ihn heute auch so begehen. Lassen Sie uns einen kleinen Moment innehalten. Vielen Dank und ich möchte jetzt an Effi Bülke übergeben, die heute die Moderation übernommen hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dagmar. Auch von mir noch einmal einen guten Abend unter diesen Umständen, wie der nun stattfindet. Das Buch, um das es heute Abend geht, verweist zum einen auf den historischen Kontext der sogenannten Wendezeit, also auf die 1990er Jahre und deren konkrete Auswirkungen auf die SED als Institution sowie deren Hauptprotagonisten. Zum anderen aber, denke ich, das wird jedem und jeder von uns präsent sein, ist das Thema des Buches mehr als aktuell, befindet sich doch die Linke als Nachfolgerin der SED-PDS derzeit in einer akuten Krise, was wir alle gespürt haben, und unter dem Zwang einer Neudefinition ihrer selbst. Und die Frage steht, was sich gegebenenfalls aus den Prozessen vor nunmehr rund 30 Jahren lernen lässt für die gegenwärtige Situation. Damit, also Rückbezug, Gegenwartsbezug, ist ungefähr der Rahmen dessen umrissen, innerhalb dessen wir uns in unserer heutigen Abendveranstaltung bewegen werden. Wir werden hier erstmal zu dritt ein Frage-Antwort-Spiel durchspielen,
Und Ihnen dann im Anschluss, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. So, ich lasse jetzt mal dieses Frage-Antwort-Spiel hier auf der Bühne beginnen. Und die erste Frage geht an Dagmar. Dagmar, du hast ja die Geleitworte zum Buch verfasst und du bist, wenn ich das so sagen darf, Zeitzeugin gewesen, warst also selbst bei den Prozessen mit dabei, als aktive Mitspielerin, sage ich mal, um die es in diesem Buch geht. Könntest du etwas zur historischen Einordnung des Bandes sagen, bitte? Also falls jetzt jemand verstanden hat, ich war bei den Prozessen der Schiedskommission dabei, dann ist dem nicht so. Also weder als sozusagen Delinquent noch als Teil der Schiedskommission, sondern ja, mich hat die Wendezeit ein Stück weit in diese politische Auseinandersetzung, wenn ich sage gespült, können das die nachvollziehen, die damals die Zeit miterlebt haben. Ich habe vorher an der GW-Akademie studiert, habe meine Dissertation dort gemacht, habe sie im Übrigen am 10. November 1989 verteidigt. Der 10. November, daran können sich, glaube ich, die einen oder anderen erinnern, was das für ein Datum war. Also ich bin hier nach Berlin reingekommen, viele andere auch, die allerdings dann über die Grenze wollten. Ich musste erstmal meine Dissertation verteidigen. Es war eine Zeit, eine unheimlich bewegte Zeit. Ich hatte, also mein Eindruck war, es ist eine Zeit des Aufbruchs. Ich habe am runden Tisch der Stadt Bernau mitgesessen, also meiner Heimatstadt mitgesessen. Es gab unheimlich viel Begegnungen, Demonstrationen, es gab, wir haben Talks gemacht, es ganz Turnhallen waren voll, Diskussionen über Bildung, über Jugendarbeit, über, also alles Mögliche. Es war so ein Stück weit Aufbruch. Also für mich jedenfalls, ich weiß, viele haben es als Aufbruch nicht empfunden, dafür gab es auch Gründe, weshalb sie das nicht so empfunden haben. Aber viele von denen, die zum Beispiel schon zu DDR-Zeiten diskutiert haben, ich kann mich gut erinnern, so spätestens ab Mitte der 80er Jahre gab es so eine Situation, wo sehr viele gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, es muss sich was ändern, was können wir tun? Und dennoch hatten wir, oder ganz, ganz viele, nicht den Mut, etwas zu tun. Wir haben im kleinen Kreis, in der Familie, im Arbeitskollektiv, das war alles möglich, haben wir darüber gesprochen, dass sich etwas ändern muss und hatten dann nicht den Mut. Und den Mut hatten andere, die sind auf die Straße gegangen und haben Veränderungen begonnen. Und diese Veränderungen, die letzten Endes auch dazu geführt haben, dass sich auch in der Partei, in der SED etwas geändert hat, dass auch die Mut gefunden haben, tatsächlich das anzupacken und es zu übernehmen, wie ein Gregor Gysi zum Beispiel und viele andere damals. Das war die Zeit und es war, wenn wir die Prozesse jetzt mal mitnehmen, wenn wir diese Zeit, also Ende Dezember, Anfang Januar noch mitnehmen, dann war es ja auch eine Zeit, in der darüber diskutiert worden ist, was wird eigentlich aus dieser SED? Wird sie aufgelöst? Kommt es zu einer Selbstauflösung oder versucht sie den Prozess einer Erneuerung gehen mit den Leuten, die bereit sind dazu, diese Partei zu erneuern? Ich kann nur sagen, in meinem Umfeld waren das nicht ganz wenige, die gesagt haben, nee, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich will diese Partei verändern, ich bleibe dabei. Wir wissen aber, dass es ganz viele gab in dieser Zeit aus unterschiedlichen Gründen, die gesagt haben, nee, mit dieser Partei will ich nichts mehr zu tun haben. Und das war das Moment, in dem dann genau die Schiedskommission damals dann diese Ausschlussverfahren, aber eben auch die Rehabilitierung in Gang gesetzt haben. Ja, Dagmar, ganz lieben Dank. Die zweite Frage geht an den Herrn hier in unserem Trio, wenn ich das so sagen darf. Gerd, du als Mitherausgeber mit Detlef, euer Band beruht ja in seinem zentralen Teil auf Tonbandprotokollen. Du hast mal angedeutet, dass die Art und Weise, wie ihr diese Tonbandprotokolle gefunden habt, ein bisschen kurios war. Könntest du bitte uns mal da aufklären? Was war da los? Steht ja ein bisschen was im Buch, eigentlich steht es schon im Buch, aber die Umstände sind ja meist noch detailhafter, als man das so schreiben kann. Der Hintergrund ist vielleicht auch der, dass wir
20 Jahre vorher das Protokoll des Sonderparteitags vom Dezember 1989 auch im Dietz Verlag rausgegeben haben und dass der eigentliche Wert daran besteht, dass eine ganze Reihe von Legenden, die sich um diesen Parteitag ranken, damit eigentlich ins Absurde geführt worden, beziehungsweise es ist eben rein authentisch. Damals gab es auch Thomann-Protokolle. Mager war mit beteiligt an der Edition und danach waren viele dieser Legenden dann nicht mehr vorhanden oder wurden auch nicht mehr wiederholt, weil zum Beispiel dieses Geheimreferat von Hans Modrow kein Geheimreferat war, jedenfalls auf keinen Fall im Chruschtschowschen Sinne, sondern völlig authentisch wiedergegeben, eigentlich nur sozusagen die damalige Dramatik der Situation widerspiegelt und auch natürlich eine große Autorität von handelnden Personen, die damals das vermochten, die Entwicklung in einer bestimmten Weise auch zu beeinflussen. Und dann geisterten in den Jahren danach auch immer wieder Legenden oder was auch immer das zu bezeichnen ist, dass eben diese Ausschlüsse einen ganz spezifischen Hintergrund hatten und ganz viel da enthüllten und so weiter und dass das dann nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden sollte. Und der Spiegel hat das, glaube ich, 92 Mal in einem größeren Artikel gebracht, wobei nie die Belege auftauchten. Und wir haben, Detlef und ich haben das immer mal wieder verfolgt, aber es war auch wirklich sehr schwierig, da irgendwie weiterzukommen. Und dann kam natürlich, wie immer so, mit den Historikern kommen so Glücksumstände dazu. Wir haben dann, da war ich amtierender Leiter des Archivs hier in der Stiftung, wir haben dann zu einem bestimmten Zeitpunkt 2017 haben wir begonnen, die Dokumente der Schiedskommission der PDS zu übernehmen. Und das war ja in der ersten Zeit, Dagmar hat da schon kurz darauf hingewiesen, eine sehr auch brisante Geschichte, weil neben diesen ganzen Ausschlüssen gab es eben ganz viele Rehabilitierungen, die dort eine Rolle spielte. Nach ein paar Jahren mündete das in der Unergiebigkeit von Schiedskommissionen, also in dem, was man dann da immer macht. Dass der eine wollte den anderen ausschließen oder irgendwelche Wahlanfechtungen wurden behandelt. Aber in der Anfangsphase war das eben eigentlich ganz interessant. Und aber dieses Protokoll war nicht dabei. Also das war jetzt sozusagen unser Suchpfad. Und wir hatten dann Teile gefunden bei bestimmten Personen, unter anderem bei dem ehemaligen Politbüromitglied Alfred Neumann. Da war der Vorgang herausgelöst als Kopie. Und dadurch wussten wir auch ungefähr, was das für einen Umfang hatte und so weiter, aber es war nicht zu finden. Wir haben dann auch versucht, da irgendwie, sagen wir mal jetzt mal ganz hier, haben auch versucht, Gregor Gysi zu kontaktieren, ob der das, der fand natürlich nichts mehr. Also jedenfalls, dann kam es plötzlich ein Anruf aus dem Kalibnicht-Haus, wo aufgeräumt wurde. Und das war eben noch nicht mal das Thomann-Protokoll in dem Stahlschrank im Keller, der nicht mehr bewegt werden konnte, weil die Schlüssel verloren gegangen waren. Und der dann aufgebrochen wurde, weil man den Stahlschrank nicht aus dem Keller transportieren konnte, ohne ihn aufzubrechen, weil er nicht mehr transportabel war. Ist das Schriftprotokoll aufgetaucht. Und dann waren wir schon sehr enerviert, aber das wurde noch besser. Ein paar Wochen später wurden in einer Kiste in diesem Keller auch noch die Tonbänder gefunden. Also diese habe ich auch beschrieben, da diese Orwo-Tonbänder, die eigentlich nur noch mit Spezialgeräten überhaupt verifizierbar waren, war aber. Und dadurch konnte das ganze Protokoll de facto rekonstruiert werden. Also erstmal waren in dem Schriftprotokoll, also das Interessante ist auch noch, zum Beispiel diese Politbüro-Tagung und die Parteitagssachen sind sozusagen stenografiert und aufgezeichnet worden. In dem Fall war an dem gleichen Wochenende eine Parteivorstandstagung parallel. Das heißt, die Stenografen, die noch vorhanden waren im Zentralkomitee, dann nicht mehr der SED, aber noch der SED-PDS, gingen zu der Parteivorstandssitzung und übertrugen das Tonbandprotokoll erst in der Woche danach in eine Schriftfassung. Und das hat natürlich ganz viele Fehler gehabt, weil das also auch rucki-zucki wohl gehen musste. Und das haben wir dadurch, konnten wir das rekonstruieren, fast vollständig.
Und dadurch entstand natürlich die Idee, das wurde dann, also wurde sofort dann relativ offenbar, das müssen wir irgendwie, das müssen wir publizieren, denn jetzt haben wir das da in der Hand, was eigentlich auch sehr wichtig ist für die Parteigeschichte, weil das stimmt ja, es ist ein Signal gewesen für diesen Bruch, also den der Parteitag ja schon mit dem Stalinismus verkündete. Und es ist natürlich, ich will das gar nicht in Abrede stellen, man kann es auch interpretieren, dass aus die Austreibung des Stalinismus mit stalinistischen Methoden, wenn man das mal so will, wenn man dem ehemaligen Brandenburger Justizminister Volkmar Schöneburg folgt, der natürlich auch beschreibt, dass das nun mit diesen Verfahren weder statutengerecht noch sonderlich rein demokratisch war, aber natürlich dem Zwang der Umstände erfolgte. Was dabei rauskommt, das will ich jetzt nur bloß noch mal andeuten, ist natürlich, dass es ein sehr starkes Bild von der Persönlichkeit der handelnden Personen abgibt. Das ist dann auch schon relativ in den 90er Jahren mal angemerkt worden. Also durch den Sonderparteitag gewählte Schiedskommission, gar keine Politprofis im Prinzip, aber natürlich auch ehemalige Angehörige einer Funktionärsschicht in der Partei, richteten über die jetzt sozusagen als Schuldige ausgemachten Politbüromitglieder. Über nicht alle, aber die dann noch überhaupt in der Partei waren. Und insoweit ergibt das Ganze dann, wenn man, wir haben das ja versucht auch zu, wie soll ich sagen, zu illustrieren mit den biografischen Werdegängen der dort zu Gericht stehenden, und wir haben es auch ein bisschen noch weiter kommentiert und mit Begleitmaterialien versehen. Es ist schon ein starkes Bild von der Persönlichkeitsstruktur, aber auch von den Verzerrungen, die sich wirklich in diesen Jahren Politbüro-Schicht entwickelt hatten, die ja dann auch sehr signifikant waren für den Umbruch und der Trennung von einer solchen Art. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wir kannten das ja eigentlich schon ein bisschen aus der Sowjetunion und der ganzen Gorbatschowschen Politik, von solchen, da will ich jetzt gar nicht mit dem Finger zeigen, aber mit von solchen Sachen auch wie Amtsperioden, Amtsmissbrauch und vielen Dingen, die also sozusagen für die Zukunft dann de facto als Lehre gezogen werden sollten und wollten. Und in dem Kontext ist das natürlich sehr spät, aber man ist als Historiker ja nicht frei davon, dass man die Dinge dann macht, wenn sie möglich sind. Also Quellen sind ja meist nicht in einem Jahr danach vorliegend, sondern es vergeht in eine gewisse Zeit, und insoweit hat das mehrere Richtungen in der Intention, was man damit eigentlich bezweckt. Aber vor allen Dingen hat es natürlich die Aufgabe, sozusagen die Authentizität wiederherzustellen von diesen Ereignissen. Ja, Gerd, danke schön. Und du hast schon Stichworte für meine nächste Fragestellung geliefert. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil wir uns ja über dasselbe Buch unterhalten, nämlich das Verhältnis von Institutionen und individueller Geschichte. Also mein Eindruck des Bandes war, dass ähnlich wie bei diesem Treuhandprojekt, was die Stiftung ja auch bearbeitet hat, ein sehr enger Konnex hergestellt wurde zwischen institutioneller Geschichte, also in dem Falle SED-Geschichte an ihrem Ende, und den individuellen Biografien der damit verwobenen Persönlichkeiten. Seid ihr so vom methodischen Setting dazu neuen Erkenntnissen gelangt bei der Bearbeitung des Bandes? Ja, das ist das natürlich jetzt so. Das war ja keine Dissertation, oder also es war jetzt mit dem Neuwert, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man das, ich habe ja in vielen dieser Dokumentationen haben wir auch wirklich interessante Facetten gefunden. Es ist aber meist nicht so, dass sich das Geschichtsbild, was man da in sich trägt und was man auch mit vertritt, dass sich das nun völlig umkrempelt. Das kann man nicht sagen. Das hat eher eine große Bestätigung in vielen Dingen erfahren. Aber natürlich ist es nochmal einen anderen Wert. Also ich meine, wir haben jetzt
Ausschnitt aus dieser Befragung vorbereitet, ist es natürlich trotzdem da interessant, wie die Einzelnen da reagieren. Man muss dazu sagen, die Protagonisten des internen Führungszirkels wie Honecker oder Stoff oder Sindermann und Mielke, die waren alle schon ausgeschlossen durch diese letzte ZK-Tagung, die ja viel, viel eher schon bekannt wurde. Die haben aber nicht mal die Möglichkeit der Anhörung erfahren. Die sind einfach am 3. Dezember, am Vormittag, als sich sozusagen die alten Führungsorgane vollständig auflösten, die sind da noch mit dem letzten Beschluss, da gab es noch eine gewisse Debatte drüber, wurden die dann ausgeschlossen, obwohl der Vorsitzende der Zentralen Parteikontrollkommission, die war ja der Vorgänger der Schiedskommission, Werner Eberlein, sagte, als Parteimitglied und ZK-Mitglied stimme ich dafür, aber als ZPKK-Vorsitzender, das hat mit Statut nichts zu tun. Das stimmt alles jetzt gar nicht mehr. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, die müssen da weg und dann wurden die ausgeschlossen da. Und die sind ja auch nun gar nicht mehr dabei. Das ist also sozusagen die ganze übrige Politbüro-Riege und dann auch natürlich einige dieser führenden Köpfe der Wende wie Krenz und Schabowski, was natürlich auch die Spekulation über diese Sachen noch mal zusätzlich genährt hat, weil Krenz ja auch mit einem nicht besonders überzeugenden Mehrheitsergebnis da ausgeschlossen wurde. Aber so eine zentralen Punkte, also wie die immer die Frage sozusagen der Gläubigkeit sozusagen sowohl an die Partei als Abstraktum als auch als Honecker als Führungsfigur spielen eine große Rolle. Spielt natürlich auch irgendwo alles, was mit Amtsmissbrauch und Korruption zusammenhängt, weil das damals einen hohen Zeitwert hatte. Es gab ja dann diesen Volkskammerausschuss, es gab eine Parteikommission unter Gysi zum Beispiel. Das hatte in der Öffentlichkeit ja einen immensen Stellenwert. Es ist jetzt nicht ganz synonym, aber man kennt ja immer noch diese 1199-Passage aus Wandlitz, da mit den goldenen Wasserhähnen, die keine goldenen waren. Aber jetzt mal so von, und da kommt natürlich auch vieles drin vor. Und außerdem ist es natürlich so, dass die Schiedskommissionsmitglieder, das ist eine ganz typische Handlung, dass die immer sagen, wir haben das nicht gewusst, was habt ihr mit uns da gemacht? Ne? Also so, wo dann auch der Spiegel 92 schrieb, ja, aber die waren doch auch teilweise in Führungspositionen in ihren jeweiligen Bereichen, nicht so hoch und nicht so gut ausgestattet, aber so. Und das ist schon ein Wert an sich. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, das muss man den Kontext wiederhergestellt wollte, natürlich die sozusagen teilentstalinisierte Partei in den Wahlkampf, der ja relativ kurz dann kam. Der 18. März ist vom 21. Januar nicht weit entfernt gewesen, ne, 1990. Und dort musste man sozusagen die Weste säubern aus vielerlei Gründen. Das war auch eine skurrile Situation am 20. Januar, das ging dann in die Nacht bis zum 21. Am 20. war ja auch die Parteivorstandstagung unter dem Stigma, lösen wir die Partei auf. Und das wurde dann da abgewehrt. Und da kommen auch 3-4 Mal, kann man nachlesen im Buch, so reitende Emissäre aus dem Parteivorstand und berichten der Schiedskommission, ob das sich überhaupt noch lohnt, weiterzumachen. Weil wenn die Partei aufgelöst worden wäre, hätte man sich den ganzen Spaß bis nachts um 3 Uhr sparen können. Ja, also die wurden dann fast bewusstlos, um 3 Uhr haben die dann den letzten Delinquenten verarbeitet, das war Gerhard Schürer, das ist mal auch noch ein spezielles Problem, der Kollege, ja, und der war damals schon uralt und wurde dann trotzdem da um 3 Uhr verhört und dann eben abgeurteilt. Das ist nicht so ins Lächerliche ziehen, das ist einfach wirklich, wie sich das in diesen Zeiten darbot. Das kann sich ja heute schon viele gar nicht mehr vorstellen. Und ich würde ganz gerne nur noch mal, weil die Frage war ja auch Personen, also wie geht man damit um, Institutionen, Personen. Du hattest, Effi, den Vergleich zur Treuhandausstellung gezogen, weil ich nur so weit in der Treuhandausstellung zeigen wir tatsächlich an konkreten Beschäftigten, zeigen wir, was hat das eigentlich mit ihnen gemacht, die Privatisierung des Betriebes, und zeigen dann den Betrieb, also was mit dem Betrieb passiert ist. Und dahinter steckt schon die Überlegung, wie kann man heute Geschichte vermitteln, plastisch vermitteln, nahbar vermitteln, möglicherweise auch emotional vermitteln. Und das war die Überlegung tatsächlich bei der Treuhandausstellung, und das ist auch hier ein Stück weit die Überlegung, tatsächlich die Personen zu zeigen, mit den Biografien auch zu zeigen. Und da gibt es eben große Unterschiede. Und ich hatte ja
die Gelegenheit, ja schon die Thunmann-Protokolle zu hören und auch die Abschriften, die ersten Abschriften zu lesen. Man ist an manchen Stellen peinlich berührt und fragt sich dann selbst, der man also auch politisch aktiv schon vor der Wende war. Es gab ja ganz viele nach der Wende, die alle im Widerstand immer gewesen sind. Also da habe ich gestaunt, wie viel das waren. Aber wenn man vorher auch politisch schon aktiv gewesen ist in irgendeiner Form, staunt man sozusagen, was es da gegeben hat. Also über manches wundert man sich dann wirklich. Aber wenn man die Biografien sich anguckt, da waren ja auch ganz viele dabei, die haben die Kriegszeit erlebt, die Nachkriegszeit, oder waren im Widerstand im Krieg gewesen und sind 45 angetreten. Sie wollten ein anderes Deutschland, ein demokratisches Deutschland. Sie wollten aufräumen mit diesem Faschismus. Und haben deswegen, hatten auch Ängste dann davor, also genauer hinzugucken, und hatten, ja, und haben sich auf Veränderungen versperrt. Also das liegt auch zum Teil wirklich auch an den Biografien der Einzelnen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, das auch aufzumachen, sowohl in diesen Zeitkontext zu packen, also was hat eigentlich in dieser kurzen, aber so schnelllebigen und so voller Ereignissen, ereignisreichen Zeit, was hat eigentlich da alles stattgefunden? Und gleichzeitig aber auch zu zeigen, wer waren denn eigentlich die Personen, um die es da geht? Warum haben die so agiert? Ich glaube, ein Stück weit auch Verständnis zu haben. Nicht für alle, gebe ich ehrlich zu, aber bei einem Teil derer musste man das schon auch haben. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch die Biografien hier zu zeigen. Ja, völlig richtig. Nachdem ich das vor 2 Jahren mit herausgegeben habe, ist es manchmal schwierig, sich wieder so auf diese Punkte zu kaprizieren. Wir haben da 2 Tabellen drin, unter anderem inne, wo die ganzen Politbüromitglieder mal nochmal gelistet werden, seit wann die in den Führungsorganen saßen, also wie alt sie waren, als sie in die Führung eintraten, wie alt sie dann waren, als das Ganze stattfand. Und da sieht man natürlich diese Gerontokratie, wenn man das so will. Das ist ja auch wirklich Wahnsinn, in welche Überalterungsprozesse da eingetreten sind. Aber es ist jetzt nur eine Facette. Jetzt haben wir aber einen Tonbandmitschnitt vorbereitet, der ist nicht von so einem ganz alten Kader. Das eignet sich, ich will das jetzt nicht als Vorführung bezeichnen, sondern es eignet sich wegen des ganzen Verlaufs der Diskussion dort. Das ist Günter Schabowski, der relativ harsch dann auch ausgeschlossen wird, der das eigentlich gar nicht glauben kann, dass das ihm widerfährt. Und das sind jetzt, das muss ich nochmal sagen, das sind jetzt knapp 8 Minuten. Ich hoffe, also ich könnte das jetzt auch vorlesen, das ist aber nicht authentisch. Ne? Wir haben auch keinen Videomitschnitt, weil damals nicht Video gemacht wurde. Ne? Es ist... Ja, es gibt eben da immer Fragen, die sind so ein bisschen bearbeitet. Also wir haben das so versucht zu verdichten. Sabine Nuss hat das gemacht vom Verlag, nochmal vielen Dank. Und wenn die Muße besteht, diese 8 Minuten sich jetzt anzutun, wenn jetzt zu viele dabei irgendwie wegnicken, dann breche ich dann das irgendwie ab. Aber das ist eigentlich, wir haben es schon 2-mal gemacht in anderen Kontexten. Es ist nicht uninteressant, sage ich jetzt mal. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, wir sind ja auch hier alles noch in so einer neuen Phase. Ich habe zunächst eine Frage, die mir auf persönlichen Gebiet liegt. Wie ist dein Verhältnis zum ehemaligen Generalsekretär, also zu der Stadt? Ich hatte in den Jahren meiner Arbeit als Chefredakteur des NB eigentlich etwas und regelmäßig mehr Kontakt mit ihm, weil allwöchentlich, also im Anschluss an die Politbürositzung, er sich informierte oder uns beauflachte, wie die Zeitung auszusehen hat. Uns heißt in diesem Falle Hermann und mich. Aber das verlor sich dann doch etwas, sodass die Kontakte mit ihm sich im Grunde beschränken auf die Sitzung des Politbüros und auf die Sitzung des Sekretariats. Und von der Sache her möchte ich doch sagen, von der inneren Haltung her, hat man doch vor allen Dingen in den Jahren, wo ich mich viel kritischer auseinandergesetzt habe, innerlich mit der Politik der Partei, ich habe das hier angedeutet,
dass man sich doch auch stärker menschlich distanziert hat, innerlich von ihm. Nutze dazu bitte. Ja. Also, vielleicht darf ich mit dem Ferienobjekt anfangen. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich bin überrascht. Ja. Also, was die Kommentierung oder die Erläuterung besagen dazu. Erstens möchte ich nochmal betonen, wurde mir dieses Objekt zur Nutzung überlassen, erst seit, kann ich genau sagen, war 3 oder 4 Jahren. Zweitens, ich habe niemals, und ich bitte also dann, also dass man mir das irgendeine andere Weise nachweist, sonst hätte ich ja schon, seit ich eintrat oder seit ich Mitglied wurde in diesem Gremium, also darum einkommen können, dass ich von mir aus besondere Anstrengungen unternommen hätte, um ein solches Objekt zu bekommen. Sondern dieses Objekt ist mir angeboten worden, als, ich nehme an, Genosse Axen dieses Objekt aufgab, weil er sich für irgendein anderes Objekt interessierte, dieses Objekt leer stand und ich habe seinerzeit keine Veranlassung gesehen, dieses Objekt abzulehnen. Im Jahr da draußen gewesen. Das war alles. Ich habe logischerweise natürlich also diese Miete bezahlen müssen, die sicherlich also nicht erheblich gewesen ist. Das sind, wie schätze ich, genau 150 Mark. Bitte, wie viel? 162 Mark, ja. Und ich habe davon meiner Frau erzählt. Und meine Frau war betroffen davon und sie hat bestätigt, sie hat mir bestätigt, dass sie also größere Einkäufe dort gemacht hat in der letzten Phase. Und ich habe sie gefragt, was sie gekauft hat und sie hat zu mir gesagt, sie habe also in der Annahme, in der sicheren Annahme, weil ihr das ja schon vorher angekündigt hat, dass wir Wandlitz verlassen werden, dort auch eine Reihe von Sachen für unsere Familie gekauft, von denen ich heute sagen muss, dass wir sie zum Teil dringend brauchen. Ja, also wir sind, wie gesagt, eine fünfköpfige Familie. Sie hat in größerem Maße dort auch Bettwäsche gekauft, wie sie mir sagt. Und auch das ist ein Ausdruck, den führe ich nicht zur Entlastung an, sondern dass ich jetzt mit bestimmten Erfahrungen also des normalen Lebens also konfrontiert bin, wo ich also für einmal beziehen in der Woche also 5-mal abgeben muss. Ich bekomme in 4 Wochen im günstigen Falle die Wäsche wieder. Das sind also ist 20 Mal zum Beziehen. Wir waren 6 Kinder zu Hause. Mein Vater war Bergmann auf dem Schacht. Sah das ja nicht zur Rechtfertigung. Ich sage das nicht zur Rechtfertigung. Ich sage, dass solch eine Überlegung mit einer Rolle gespielt hat. Soll ich auf diese Frage antworten oder was soll ich machen? Und die dritte Sache mit den Flugreisen. Da muss ich sagen, dass also ich mir diese Reisen organisiert habe. Also wenn jetzt China geht, das trifft nicht zu, sondern ich habe eine Einladung der Pekinger Genossen bekommen. Also nicht wir haben die Ereignisse und die Schritte der Politik bestimmt, sondern im Grunde sind uns diese Schritte aufgenötigt worden. Und die Entscheidung über die Öffnung der Grenze, die war bewirkt, ich kann das jetzt sicherlich nicht aus der Lameng jetzt also hundertprozentig und abgerundet ausdrücken, aber sie war wesentlich bestimmt durch den immer stärkeren Druck, der sich bemerkbar machte in der Bevölkerung. Also es war eine überstürzte Handlung, die sich ergab auf eine Empfehlung des Politbüros an das Innenministerium. Die Regierung war ja de facto nur noch als Übergangsregierung im Amte. Und als, ich glaube, das war während einer ZK-Tagung, ja, das war ja während der ZK-Tagung, ich hatte ja diese Informationen gegeben abends, bekam ich, bevor ich verschwand aus dem ZK, um zu der Pressekonferenz rüberzugehen, also die Information mit auf den Weg, dass das Innenministerium diese Entscheidung getroffen habe
Und dass das auf der Pressekonferenz mitgeteilt werden sollte, weil wir uns, sage ich jetzt mal, empfehlen wollten, als Leute, die sich in dieser Situation, also die reagieren auf die Situation und also hier eine populäre Maßnahme, also sollte schnell verkündet werden und sollte zugleich also auch in Verbindung gebracht werden mit dem Kurs, also dieser veränderten Führung. Und gut, ich würde sagen, das reicht dazu. Wenn er sie lauter möchte, stellen. Ja, ganz kurz. Es kam zu einem solchen Beschluss, ich kann der Darstellung insofern nicht ganz folgen, als es sich um eine Umlaufvorlage handelte und kein Veröffentlichungsmaterial, soweit mir bekannt ist, gab es auch eine festgelegte Sperrfrist. Diese Umlaufvorlage war zum Zeitpunkt der Verkündung noch nicht mal durch den Ministerrat durch. So, liebe Genossinnen und Genossen, da muss ich allerdings eines sagen. Wir können natürlich dem Genossen Schabowski nicht mehr anlasten, als ihm auf diesem Zettel da also vorgeschrieben stand, denn ich habe diese Pressekonferenz aufmerksam verfolgt und muss auch sagen, ich habe auch Respekt, wie du dich in diesen Pressekonferenzen geschlagen hast. Das waren also nicht die einfachsten, aber man hat natürlich gesehen, wie überrascht du selber warst und dann erst nochmal eine Frage, ungläubige Frage eines Westjournalisten gesagt hast, nee, also wenn ich das hier richtig lese, gilt das ab sofort. Ja, also wie einer der dort Sprechenden gesagt hat, irgendwie es reicht, ne? Dieses Gefühl hat man wahrscheinlich, irgendwie so ein bisschen zwischen Peinlichkeit, das hast du vorhin schon angedeutet, und dem Gefühl, dass sich da die Protagonisten legitimieren, obwohl sie ja selbst Mitglieder der Führungsriege waren. Gerd, aber ich kann mir vorstellen, was das für eine Arbeit war, diese Protokolle erstmal überhaupt transkribieren zu lassen und dann auszuwerten und daraus dann sozusagen ein historisches Kompendium zu gestalten, was ja dieser doch recht umfangreiche Band letzten Endes geworden ist. Möchtest du noch mal was sagen vielleicht zu diesen Tonbandprotokollen? Ja, also es war jetzt schon, also vor 2 Jahren war es natürlich schon einfacher, als wir angefangen haben in den 90er Jahren sowas zu machen, weil die technischen Hilfsmittel auch viel, Martin hat dem Verlag auch viel geholfen, weil so ein Tonband da umzusetzen ist eben doch einfacher, als wenn das so mit Hand, Mario hat ja auch manchmal geschrieben, ne? Also wenn das ist schon besser. Natürlich, als wir das dann alles hatten und es sollte auch noch schnell erscheinen, weil wir ja diesen 30. Jahrestag hatten, habe ich auch gedacht, ja, also eigentlich wollte ich schon gar kein Buch mehr machen und dann haben wir es doch noch wieder gemacht und es ist schon sehr aufwendig, aber es ist, glaube ich, auch so eigentlich eine ganz runde Sache geworden, fand ich. Die Reaktion war noch gut. Wir haben jetzt bloß unter dieser, in dem Sinne jetzt auch ein bisschen darunter erlitten, dass Corona da im März kam. Wir haben am 27. März wollten wir das nochmal machen. Wir hatten schon Rezensionen in der Zeit, in der Taz, und noch ein paar andere Geschichten. Wir haben ja dann auch ein Future fürs Deutschland, für den Deutschlandfunk gemacht. Aber es ist natürlich, angesichts dieser Sachen sind in den letzten 2 Jahren viele Dinge relativ untergegangen. Das muss man auch mal sagen. Deshalb nochmal bin ich auch ganz nett, froh darüber, dass wir es überhaupt nochmal jetzt so ein bisschen präsentieren können. Aber von der Sache her, das ist jetzt so ein Schnitt, ist natürlich wirklich bloß ein ganz kleiner Ausschnitt. Das ganze Ding ist 14 Stunden hat 14 Stunden gedauert, vom späten Vormittag bis eben die Nacht um 3. Und es ist natürlich sehr entschleunigt, wenn man das jetzt auch hört, ne? Also das ist jetzt schon eine andere Sprechweise und so weiter. Aber wenn man den Schabowski liest, da sieht man also schon, was das für ein Schleifen alles hervorruft, ne? Man kann das ja auch verstehen, ist ja auch da gesagt worden. Das mit der Maueröffnung spielte zum damaligen Zeitpunkt auch eine große Rolle, weil in der Partei natürlich diskutiert wurde, dass das der Sargnagel war, ne? Das spielt jetzt deshalb auch in dem Mitschnitt eine Rolle. Es gibt sehr, sehr viele
Facetten. Es ist ja auch jemand nicht ausgeschlossen worden, Siegfried Lorenz, der erste Bezirkssekretär von Karl Marxstadt damals. Und im weiteren Verlauf ist dann Werner Eberlein auch nicht ausgeschlossen worden und Hermann Axen ist über den Prozess krank verstorben. Oh, aber ansonsten sind die dann wirklich sozusagen da abgeurteilt worden, wenn man das mal so will. Und es gibt ganz wenige, die sich da noch, es gibt eine, die sich auch einer gewissen Sympathie erfreuen, aber die dann natürlich trotzdem sozusagen dieses Votum bekommen. Aber es gibt auch relativ viele, die wirklich da keinen guten Eindruck hinterlassen. Wir hatten so eine Voraufführung schon mal mit dem Thonmann vor 20 Monaten in Potsdam. Und da waren ein paar von den sogenannten bewaffneten Organen, vor allen Dingen Armee, da. Und die hatten das vorher, weil das ja im Netz stand, sich mal angehört von Heinz Kessler. Und die waren ja schier entsetzt. Also sozusagen die, wie der Habitus des Armeegenerals war. Und das ging faktisch schon in Fremdschämen über. Weil wirklich da so Sachen zur Sprache kommen, die schon... Also, wo man sich dann sich gar nicht der Tragweite bewusst war, glaube ich, durch die vor dem Parteigericht Stehenden. Gut, das sollte aber, wie gesagt, keine Vorführung werden. Es sind doch sehr viele interessante biografische Elemente drin, weil das ja auch kommt. Und wenn man das mal dann zusammennimmt, liest, ergibt es schon ein gewisses Bild. Es ist aber auch das tatsächliche Bild in einer kollektiven Verirrung, wenn ich das jetzt mal heute sagen kann, ja. Und ein Nachwuchs ist nicht angezeigt gewesen. Also wenn der einzige Nachwuchs Egon Krenz war, dann haben wir ja ungefähr eine Vorstellung. Und da sind vielleicht auch Lehren, die man vielleicht auch nicht immer zieht mehr. Also sollte man vielleicht machen. Ja, Gerd, das ist das Stichwort für die letzte Frage, die ich jetzt an euch beide richte. Du hast eben gesagt, kollektive Verirrung und es gab keinen Nachwuchs sozusagen. Vor dem Hintergrund dieser Aussage, die Frage an euch, wie beurteilt ihr denn die Aktualität dieses Bandes? Welche Lehren kann man aus den Prozessen von nunmehr 30 Jahren für die heutige Parteientwicklung, also der Partei Die Linke, ziehen? Oder ist der heutige historische Kontext so anders, dass da keine Parallelen auffindbar sind? Ja, vielleicht Dagmar erstmal, ja? Naja, der historische Kontext ist natürlich schon ein ganz, ganz anderer. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Aber ich bin froh, dass wir heute eine Schiedskommission haben, die nicht jeden Ausschlussantrag bestätigt, sondern tatsächlich nach dem Statut prüft und dann noch zu einem Ergebnis kommt, hier gibt es keinen Grund zum Ausschluss. Es gibt Grund für Auseinandersetzung, für inhaltliche Auseinandersetzung. Und davon, da können wir lernen und ich glaube, da haben wir einiges verloren in den letzten Jahren, was die politische Kultur der Auseinandersetzung anbetrifft. Wir auch in der Partei, in der ich auch bin, also der Stiftung nahesteht, gibt es schon wieder Schubladen, in die man gesteckt wird, sehr schnell gesteckt wird und nicht den inhaltlichen Diskurs, die Berechtigung von Fragestellungen, zum Beispiel die Auseinandersetzung. Da sollten wir wieder hinkommen. Das ist einer der Gründe, glaube ich, auch für das Wahlergebnis, was wir eingefahren haben am 26. Da müssen wir wieder hin, tatsächlich die Fragen zu benennen, die Inhalte zu benennen und uns dann auseinanderzusetzen damit. Und es gibt ein zweites, da gibt es tatsächlich eine Parallele. Weil natürlich gab es so eine Vorstellung, Gerd, du hattest gesagt, weil die Wahlen anstehen, ja, oder anstanden, deswegen musste man möglichst schnell irgendwas vorzeigen. Aber es war ja auch, dieses Vorzeigen war ja auch, okay, die da oben sind die Schuldigen und wir da unten haben mit all dem nichts zu tun. Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, zu sagen, wo tragen wir alle irgendwo Verantwortung für Entwicklungen in einer Gesellschaft, aber auch in einer Partei? Was haben wir zugelassen? Viel zu lange. Warum haben wir nicht den Mund aufgemacht? Warum haben wir uns nicht gewehrt gegen bestimmte Entwicklungen? Warum haben wir es laufen lassen? Bestimmte Kandidaturen, bestimmte Diskurse, dass bestimmte Plakate nicht gehängt werden durften und ähnliches. Das meint jetzt im Übrigen nicht das Jahr 1990
ja, sondern meint das Jahr 2021. Und ich finde, da können wir durchaus lernen davon. Nur soweit. Also das stimmt natürlich, das gibt sehr viele Unterschiede, das muss man auch mal sagen. Also oder man, es ist auch nicht nur immer der direkte Bezug von einer Partei zu der jetzigen Partei, die sich da in einer gewissen Tradition ja sehen muss. Es gibt auch allgemeine Geschichten, die im Nachhinein dann viel stärker hervortraten, die damals natürlich durch ein ganz anderes Brennglas gesehen wurden. Also was zum Beispiel, wenn ich manchmal hier in vielerlei Parteien diese Diskussionen um Einheit und Reinheit oder so ein bisschen höre, dann ist mir ja auch immer ganz schummrig, ne? Aber natürlich gibt es auch Sachen, wofür man mit dieser Entstalinisierung oder wie man es oder mit diesem ganzen Prozess angetreten war, die irgendwann natürlich doch immer in Vergessenheit geraten, weil diese machtpolitische Entwicklung dann eine andere ist. Also A, die gewisse Etablierung in einem neuen Parteiensystem, B natürlich das, was wir damals alles auch diskutiert haben, hoch und runter über Amtszeiten und Beschränkungen von Amtszeiten und diesen Dingen, die dann irgendwann mal doch sehr stark zurückgedrängt wurden, weil man das nicht meinte, anders machen zu können. Und für mich eben auch eine Frage in das tatsächlich über viele Jahre schon problematischen sozusagen Generationenfortschritts, also der kontinuierlichen Weiterentwicklung auch von charismatischen Führungspersonal, nicht bloß, aber auch von Mitgliedschaft, aber auch von Wählerschaft im Prinzip, ne? Und das, glaube ich, ist in diesen tagespolitischen Dingen sehr stark untergegangen. Und auch in machtpolitischen. Insoweit ist es für mich oft lohnenswert, in diese Zeit zurückzublicken, weil in dieser Zeit sehr viel als Erkenntnis kam, was ja durchaus bleibenden Wert hat. Und das verliert sich natürlich, das verliert sich auch dadurch, dass natürlich eine ganze Reihe, also eine jüngere Generation gar nicht mehr den Bezug auch hat. Das haben wir, ist ja nicht bloß in Deutschland, ich war ja, wie gesagt, mal ein paar Jahre in Südafrika, da, wo ich dann da weggegangen bin um das Jahr 2010, da konnten da schon viele der jüngeren Generation kaum noch was mit Mandela anfangen, in dem Sinne, was das bedeutete. Nicht, dass es den gab, aber weil bei einer solchen jungen Bevölkerung das völlig verloren gegangen war. Und das ist jetzt auch eine Sache, wo ich natürlich nicht glaube, dass wir mit so einem Buch was erreichen. Aber ich glaube schon, dass sozusagen, dass die Stiftung mit politischer Bildung auch im zeithistorischen Kontext über die ganzen Jahre schon einen Beitrag geleistet hat. Dass der sich leider politisch nicht eins zu eins umsetzt, das ist unser großes Problem. Ja. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dagmar, lieber Gerd, ich würde sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle den offiziellen Teil unseres ersten Literatursalons hier in der Bibliothek. Wir hoffen, dass es Ihnen bei aller Tragik des Hintergrundes auch Spaß gemacht hat und dass Sie zu neuen Erkenntnissen gekommen sind. Dann vielen Dank.